Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Schlussgebet ist die letzte Strophe von einem Text, den Dorothee Sölle geschrieben hat. Der heißt ein Klagegebet. Gott, du Geist des Mutes, gib, dass wir unsere Traurigkeit leben, ohne aufzuhören, dich zu lieben. Gib, dass wir mitten in Babylon die Brunnen lebendigen Wassers suchen und lass uns alle nicht verdursten im ungerechten Land nach Gerechtigkeit. Es hat sich mittlerweile eigentlich bei uns so eingebürgert, dass wir den Segen gemeinsam sprechen. Und ich möchte auch diesmal alle, die mögen, dazu einladen. Wir machen das wieder in der Form. Ich lese vor und dann können alle nachsprechen, die möchten. Und wer mag, kann sich vielleicht auch wirklich zu den anderen umdrehen und den Segen an die Menschen richten, die hier stehen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei uns gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und sei uns gnädig. Schenke uns seinen Frieden, ja, eigentlich vertan. Ich wünsche euch allen einen guten Nachhauseweg. Möge Gott euch behüten und beschützen.